So. Wir haben Sonntag. Okay. Und wir haben noch ein bisschen was für den Keller. Ab in den Keller zum Schämen. Jo. Da ist noch Cheddar im Keller. Kellerkäse. So, die Katze ist schon am Tresen. Ihr könnt öffnen. Es ist so süß, wenn ihr da unten drüber guckt. Loop the door. Is it actually called that? That sounds weird. Weißwein? Lagerbier. Dorsch? Dorsch müsste ich gucken, ob wir den haben. Aber Lagerbier haben wir. Moin. Ich tausche mal kurz aus. Lubricant all the hinges of dein Door. Oh my gosh. Not really better. So, wir haben noch mehr Knofi. Was ist hier? Zwiebeln! Unsere Zwiebeln sind schon wieder durch. Knoblauch und Zwiebeln. Alles läuft. Meine Nase auch. Wait a minute. Make your gateway more oily. I wish I could. I cannot change that. People are already complaining because the sound of the squeaky door on the side here from the chicken coop. It is actually louder than any other sound in this game. I don't know if they will ever fix that. I hope so. Because it is annoying. I absolutely get you there. Viel Spaß am Lab. Dankeschön. Okay, 9 Uhr und wir können dann gleich öffnen. Würde ich sagen. Müssen wir da oben noch irgendwas dekorieren? Ich glaube nicht, ne? Plitsch, platsch, plutsch, plitsch, platsch, platsch, plitsch, plutsch, plitsch, plutsch, 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 plitsch, platsch, plutsch. Geht doch nichts über. Ein Schmetterling! Geht doch nichts über einen ganz entspannten Morgen. Es ist 9 Uhr, wir können öffnen. Morgen auf dem Feld. So. Wir noch was zu ernten? Nee, aber wir haben. Ja, okay, doch auch. Aber vor allen Dingen haben wir eine Menge zu gießen. Holy shit. Warum gibt es keine Sprenkleranlagen? Warum gibt es keine besseren Hilfsmittel? Wieso sehe ich hier nichts? Nee, so. Ganz fast. Ja? Und wir wässern, wässern, wässern. Okay, warte mal. Wenn wir mal hier ganz kurz noch ein bisschen was anpflanzen. Ja, auch. Ja. Und die letzten Teepflanzen. Und damit haben wir jetzt endlich alle Samen verteilt. Puh. Hat ja auch nur ewig und 3 Tage gedauert. Hier haben wir noch Erdbeeren. Erdbeeren, Erdbeeren. Wir haben ganz viel Erdbeeren. Oh, die sehen so gut aus. Oh, wie langsam das gerade verwelkt ist.
Also mit den Details, das haben die echt gut hingerichtet. Ich finde das sowas von cool. Und ich meine, wir spielen das jetzt schon knapp einen Monat, weißt du? Man, es fallen dann immer noch mehr so kleine Details auf, wie das gerade. Dass das so langsam vor sich hin wirkt. Das ist cool. Tatsächlich sehen allerdings so die Pflanzen bei mir hinten im Hof auch aus. Und das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich muss dringend bei mir hinten gießen. Das Blöde ist nur, ich schaff das immer nicht, weil... eigentlich müsste man vormittags gießen, ne? Weil da ist dann halt noch Schatten und dann kann er nichts vertrocknen. Und... wie es dann auch langsam erst wieder grün wird, das ist auch cool. So. Mittagszeit ist zu heiß, ne? Wenn du da gießt, das verdunstet alles sofort. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Abendsonne. Und da wirst du von Mücken aufgefressen. Also wie man es macht, ist auch falsch dieses Jahr. Okay, wir haben alles. Das Hühnerfutter habe ich dabei. Wie viel Wasser habe ich? Gut, genug. So, das haben wir. Haben wir Dorsch. Muss mal gucken. Ansonsten müssen wir mal wirklich wieder angeln gehen. Lustbarsch. Wir haben Dorsch! Wir haben Dorsch! Wir können eine Pastete mit Dorsch machen! Yes! Pastete! Halt. Können wir Weizenmehl nehmen. Wo ist der Dorsch? Das ist die Grundel. Dorsch? Hallo? Dorsch? 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 Welcher ist der Dorsch? Der ist der Dorsch. Meine Güte. Okay, ansonsten müssen wir... so Pommes haben wir gerade keine mehr. Die sind auch gerade nicht so beliebt, habe ich den Eindruck. Man könnte ein paar Fleischspießchen machen, ne? Schön mit Truthahn. Truthahn und Blumenkohl. Ich weiß, komische Mischung, aber egal. Cheeseburger haben wir noch? Tacos! Wir können wieder Tacos machen! Ja! Mit Fisch oder ohne? Hier. Mit Moräne. Moränen-Tacos. Oh, lecker. Was macht der Keller? Der lebt noch. Okay. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Theoretisch ist das hier. Cheddar haben wir. Okay. Müssen wir noch was nachfüllen? Bisschen? Bisschen? Da können wir nicht. Da haben wir nichts. Haben wir nichts? Ja, der Rest muss warten. Gut. Oh, ist das cool, dass wir den Dorsch machen können. Da meckert einer. Wollt ihr auch Dorschpastete? So. Weißwein. Wir haben keine weißen Trauben. Auf die warten wir hier noch. Das dauert noch. Irgendwas anderes, was wir hier mal eben... nee, ne? Weiß der Geier. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal, ich hab einen Stich. Okay. Der macht kurz Pause, das ist okay. Zwei sind verfügbar. So. Und wir müssen dringend... ein Glück habe ich mich diesmal nicht ganz verklickt. Aber wir müssen dringend mal Kerzen nachkaufen. Nicht mehr so viel da. Drei Kerzen haben wir noch. Oh, wir brauchen mehr Tacos. Das ist so gut. Das ist so gut. Moränen-Tacos. Wir machen mal mehr Moränen-Tacos. Mit Limetten. Wir müssen mit den Limetten aufpassen, wir haben halt keine mehr. Ah. Oh ja, wir müssen noch Zeug wegräumen. Das eine... nur ein Ei? Ach nee, wegen der Pastete haben wir, glaube ich, eins verbraucht. So, Zwiebeln? Nee, ich wollte daran. Die Erdbeeren. Sehr cool. Ah ja, oh, Knofi? Knofi? Knof, Knof? Knofi. Und den Tee müssen wir noch wegräumen. So. Und schon haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Wir haben wieder ein bisschen
Ordnung in meinem ganzen Inventar. Ich warte jetzt eigentlich nur auf die Pastete. Pastete. Da ist sie. So. Ich wollte eigentlich noch angeln gehen. Hey, die Katze braucht Wasser. Immer schön die Katze wässern. Ja? Immer schön eure Katzen wässern, Leute. So, haben wir das auch. Da haben sich offenbar ein paar Mäuse im Kamin versteckt, hä? So. So, wir haben wieder ein bisschen gekocht. Das sollte erstmal für eine Weile reichen. Wir haben ordentliche Fisch-Tacos. Lecker, lecker. Irgendwie hätte ich jetzt voll Bock auf die Fisch-Tacos, wisst ihr das? Ganz merkwürdig. Okay, gehen wir. So, Tee haben wir noch. Hier ist noch ein bisschen was drin. Können wir später nachkippen im Zweifel. Gehen wir ein bisschen angeln. Oder? Gehen wir einfach mal ein bisschen angeln. Also wir haben mittlerweile so viele Kupferbarren, ich weiß gar nicht, wohin damit. Darf ich mal durch? Danke. Ich wollte angeln gehen. Mr. Barles Unterbuchsen wieder aus dem Fluss holen. Da sind Kräuter. Stimmt, die brauchen wir auch noch. Und alles an Pilzen, was wir kriegen können. Lass mich schon wieder ablenken. Das ist nicht gut. No. Ah ja, was soll's. Kann man ja eh alles gebrauchen. So, noch ein paar Beeren. Und noch mehr Waldpilze. Jetzt aber. Komm, wir gehen angeln. Genug abgelenkt. Was passiert eigentlich damit? Und ich freue mich schon total, wenn wir Level 20 sind. Weil ich wüsste sehr gerne mal, was da eigentlich passiert. Ein Hecht. Ein Hecht, ein Hecht. Ist ja ein toller Hecht. Hecht, Hecht, Hecht. Noch einer? Noch einer. So, von denen haben wir keine mehr, von den Kunstködern. Dann können wir ja mal ein bisschen davon. Mal gucken, ob das was bringt. Blup, wow, bringt was. Es bringt uns ein Aal. Hui. Mal, vielleicht bringt es uns ja noch mehr. Mal gucken. Ich bin auch mal gespannt, ob wir heute noch Level 20 erreichen werden oder nicht. Das wäre ganz toll. Wessen Wäschekorb ist das? Naja, ich meine, gut, dann können wir wieder Müll wegbringen, ne? Und dann verdienen wir uns wieder ein paar Wilson-Taler. Und von den Wilson-Talern, das ist Müll. Doch nicht, es ist ein Aal. Muss aber ein alter Aal gewesen sein. Wahrscheinlich schwamm der auch schon mit dem Bauch nach oben. Juh. Jede Menge Aale. Okay, probieren wir was anderes. Wow. Irgendwas hatte da sehr Hunger. Eine Regenbogenforelle! Oh mein Gott, da fällt mir eine Story ein. Als ich noch in der Grundschule war, hatten wir damals ja so Zeitschriftenvertreter, sagen wir mal in den 90ern. Ende der 90er. Mitte, Ende. Irgendwie so. Und es gab zwei Zeitschriften, die man sich
aussuchen konnte. Das eine war, glaube ich, die hieß Junior oder so. Und es war so, ja, eine Kinderzeitschrift mit vielen Rätseln und so, mehr so. Wenn ich es vergleichen würde, hätte ich gesagt, so eventuell sowas ähnliches wie ein Klatschblatt. War halt alles eher bunt und verspielt und sowieso. Und das andere war die Tierfreund. Und die Tierfreund damals, das war dann halt wirklich, die hat dann Artikel gehabt über Umweltthemen, Tierschutz und so weiter. Immer auch so mit einer Seite so schwarze oder rote Liste mit den Tieren, die dann halt so die dann irgendwie vom Aussterben bedroht sind und so. Und ich habe mich halt für Tiere interessiert. Ich habe mich für die entschieden und ich glaube, ich war die Einzige damals in der Klasse, die das genommen hat. Und weil ich mich dann halt so für dieses Thema interessiert habe, damals schon, damals lief auch noch Captain Planet, ja, also ich war da voll im Naturschutzding drinne, ja, in dem Thema. War voll motiviert und wollte unbedingt. Und dann habe ich mit meinen Freundinnen damals einen Umweltclub gegründet. Und unser größter Durchbruch war wirklich eine Forelle, die bei uns auf der Straße gelegen hat. Keine Ahnung, wie die da hingekam. Das war irgendwann, da war es recht warm. Müsste im Sommer gewesen sein. Aber ich erinnere mich, es hatte vorher wohl irgendwann auch geregnet. Wir hatten eine Pfütze auf der Straße bei uns auf dem Hof. Und dann haben wir den Fisch erstmal da reingestupst, um zu gucken, ob der noch lebt. Oh, ein Lachs! Lecker! Oh, ich liebe Lachs. Und, Baby Anastasia. So, und dann lag, wie gesagt, da lag dieser Fisch und meine Freundin und ich damals dann, ja scheiße, wir können den ja jetzt hier nicht liegen lassen, der lebt ja noch. Und wir hatten bei uns in der Nähe, wir waren halt am Stadtrand, ja, bei uns, einmal über die Straße dann, am Ende unseres Wohnblocks, da war dann halt, die letzte Straße, über die man musste, da war auch nicht viel los immer, ne, und dahinter war halt ein Graben, der Wasser führte, und dann haben wir, weil wir den Fisch nicht anfassen mochten, habe ich dann zwei Stöcker genommen und habe diese Regenbogen, also es war eine Regenbogenforelle, glaube ich, haben wir dann auf diesen zwei Ästen, habe ich die dann halt balanciert und dann so zum Bach, zu diesem Graben getragen, damit sie dann überleben kann. Ich glaube, das war wirklich das Beste, was wir je gemacht haben in unserer Kindheit. Es gibt so Dinge. Ah, das war cool. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist, ob irgendein Vogel die da hat fallen lassen oder ob irgendein Erwachsener die da rausgeschmissen hat oder was. Weißt du, aber wie gesagt, die hat noch gelebt. Die war gar nicht mal so klein. Ich glaube, die war auch so 10, 20 Zentimeter groß. Wenn man jetzt hier noch in Verhältnis mit meinem damaligen kleineren Ich noch zieht, ich weiß nicht, also so 10, 20 Zentimeter hatte die bestimmt. Das sind so Sachen, ne? An die erinnert man sich sehr gerne. Ansonsten haben wir halt auch immer Laub irgendwie an die Bäume gehackt bei uns auf dem Hof, weil das eben die Stadtgärtner, die haben das halt nicht gemacht. Da wurde zwar dann immer Rasen gemäht, aber das Laub haben die halt nicht zusammengehakt. Und dann wurden wir immer von einer ansässigen Bewohnerin, die im untersten Stockwerk gewohnt hat, irgendeine Rentnerin, die hat dann eben immer gemeint, ob wir das nicht mal machen können. Und dann haben wir immer so Bonbons gekriegt und ein paar Cent. Oder Pfennige damals noch. Damals waren es noch Pfennige. 50 Pfennig. Dann haben wir von ein paar Brötchen gekauft. War schön. Ah. Wir fangen wieder Adlerfische, merke ich gerade. Und ansonsten haben wir natürlich tote Vögel einfach nur beerdigt. Viel haben wir ansonsten nicht gemacht, außer ab und zu mal auch bei uns, als es noch die öffentlichen Mülltonnen gab bei uns, haben wir dann halt auch ab und zu mal unseren Hof von Müll befreit. Also solche Sachen haben wir halt gemacht. War schon cool. Außer die benutzten Kondome, die überall rumlagen. Wir haben auch irgendwann mal ein Pornoheftchen gefunden. Also ein zerfleddertes, komplett auseinandergerissen. Und wir waren ja noch in der Grundschule. Das war noch lange, bevor wir dann irgendwie Sexualkunde hatten. Und dann siehst du halt so, keine Ahnung, weißt du, so wie eine Frau gerade einen Mann einbläst. Und halt mit diesem weißen Zeug drum, um die Nase, weißt du. Und
als Kind so hast du ja keine Ahnung. Also, was denkst du so? Ja, was macht die Frau da eigentlich, ne? Und okay, kommt zwar aus seinem Penis, aber naja, okay, sie trinkt Milch, ne? Das, so haben wir uns das dann erklärt. Das war so albern. So im Nachhinein, oh mein Gott, ist das Panne gewesen. Aber war witzig irgendwie. Interessant, woran man sich immer so erinnert. Jetzt haben wir noch ein bisschen Müll. Da kriegen wir noch mal 4 Münzen raus. Das langt noch nicht. Nee, du bist kein Bananensaft. Du bist Bananensaft. Und hier können wir jetzt Wodka reintun. Und hier machen wir noch den. Und dann machen wir noch den. Und dann ist das gut. So. Wir haben es. Wir haben schon wieder Mode. Es ist weit nach 0 Uhr. Entschuldigt, Leute. Ihr macht schon wieder Überstunden. Er macht kurz ein Päuschen noch. Kurz so direkt zum Feierabend macht der Schlappen, macht der Pause. Oh, warte. Ist doch gut. Lass einen Feierabend machen, Mann. Ist doch okay. Ist doch okay. Danke, Leute. Ah, es fehlt immer noch 20.000 Ruf dafür. Na los, Philipp, mach Feierabend da hinten. Der lässt sich ordentlich Zeit, ne, hier. Okay, jetzt. Endlich. Übermorgen kommt ein VIP. Bis dahin müssen alle ausgeruht sein. Wie sieht's aus mit Essen? Muss ich da noch was nachkochen? Wahrscheinlich, ne? Obwohl, nee, wir haben an sich noch. Wir haben eine gute Auswahl. Ich würde irgendwann gerne mal gefüllte Paprika machen. Wozu haben wir die sonst gelernt? Habe ich die gelernt? Ich glaube, ich hatte sie gelernt. Hallo, meine Königskatze. Okay, ab in den Keller. Wir müssen uns eine Runde schämen. Hey? 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 Und... okay. Das dauert noch. Halt! Der Cheddar ist durch. Sehr cool. Wir haben eigentlich viel zu viele Reifefässer dafür, dass wir eigentlich überhaupt nichts haben zum Reifen, ne? Aus Cerberus. He is perfectly fine. Königskatze. King Cat. Hier. Die. There's the crown. Well fed and everything is fine. Trends? Okay. Kuchen ist auf jeden Fall gerade im Trend. Backfisch können wir machen. Also Bratfisch. Wir haben ja auch gerade geangelt, von daher passt es ganz gut. Dann braten wir ein paar Fische. Ich muss heute dringend Kerzen kaufen. Cheeseburger mit Blauschimmelkäse können wir nicht machen. Joghurtschale mit Brombeeren kriegen wir hin. Hühnchen mit Oliven und Rosmarin kriegen wir auf jeden Fall hin. Nee, das ist alles okay. Hello, my lovelies. Hallöchen, ihr Süßen. Put, 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 put. Oh. Irgendwann erschlage ich diese Tür. So, gießen müssen wir, glaube ich, nichts. Karotten! Oh, jetzt wieder! Zuckerrohr braucht noch? Ich schätze, wir werden mehr Zuckerrohr kaufen müssen. Weil wir brauchen immer so viel Zucker. Ich glaube, dann ist es eine gute Idee, wenn wir den wirklich mal wirklich vorrätig. Richtig dolle. Blip, 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 blip. Okay, soweit alles gut. Erbsen. Also, ich glaube, Erbsen brauchen wir dann hinterher auch nicht mehr so viele. Aber Zuckerrohr werde ich noch welches besorgen. Gut. Hallo, Fotomaster! How are you today? Say that again, I love the German suddenly. Königskatze?
Cheeseburger with blue mold cheese. No bullshit, this is what you're getting. Blah. Blah, blah, blah. Alrighty then. Okay, yeah. We have a very beautiful almond tree. Okay, den Rest kriegen wir noch hin. Oh, wir haben 24 Gold? Wir können uns wirklich bald den Stall leisten. Wir können uns den heute wirklich noch leisten. Just so you know, Photomaster. We currently save up for a cow shed. I just needed to think, what was it called again? Oh, I don't know. Zucker? Ist doch nicht wahr. Herr Nachbarin, haben Sie mal Zucker? Stable, thank you, yeah. I'm still waking up. Yeah, me too. It's way past noon, but I'm still waking up. It's too warm and it was a very short night. So, okay. Gehen wir mal Zucker kaufen. We need to borrow some sugar from our neighbor again. As always. But soon we can build a stable. The cow stable. Soon! I'm getting ready to go to bed. Countdown. You do that. Geschäft. Heu brauchen wir nicht, das können wir selber erstellen. Und das dauert noch. Das haben die auch echt süß gemacht hier, ne? Und fragt sich, wie viel hier denn reinpasst. Sehr schön. Kräuter. Die sind ja ganz wichtig. Ich meine, wir könnten auch diese Aromakräuter, Aromapflanzen sammeln und die dann einfach wegwerfen. Vielleicht kriegen wir dann dafür sogar noch ein paar Gegenstände. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür diese blöde rote Kiste ist. Aber irgendwie ab und zu kriegt man da mal was. Und ich glaube, man kriegt immer dann was, wenn man was weggeworfen hat, ne? Zumindest vermute ich das. So als Tausch sozusagen irgendwie. Irgendwas Gleichwertiges, irgendwelche Ressourcen. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir dann nicht. Probieren wir es einfach aus. So. Hey, lucky ticket. So, den Leuten hier geht's gut. Wir haben wieder Zucker. Den kriege ich hier aber nicht rein. Unsere Milch ist wieder voll. Dann haben wir noch Kräuter. Ich kann ja auch mich erstmal mit um eine Seite kümmern. Statt hier immer hin und her zu wuseln. Na egal. So. Hühnchen mit Oliven. Das kriegen wir hin. Und dann brauchen wir Joghurt. Woraus der Joghurt besteht, das war egal. Hauptsache, da sind Brombeeren drin. So, gucken wir nochmal im Keller nach. Der ist ausgereift. Der ist nur violett. Hey. Wir könnten mal mehr Met machen, ne? Wir brauchen dringend noch so ein zweites Braufass. Quatsch. Dafür brauchen wir aber erstmal Platz. Stimmt, der nimmt Honig. Okay. Nee, der Rest ist okay. Okay, warte, wir müssen einkaufen gehen. Es geht nicht anders. Ich besorge noch mal ein bisschen Zuckerrohr. Und wenn sie haben Mais, aber ich glaube, Mais haben sie nicht, ne?